Ja, Leute, willkommen zurück hier bei Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Numeros Unos oder Numero Uno. Wir müssen jetzt den Kerl hier verfolgen, bis er an einen abgelegenen Weg, Ort gegangen ist und ihn da dann letztlich ausschalten. So hab ich das zumindest verstanden. ja. Die letzte Aufnahme von mir ist relativ lange her. Liegt ein wenig an Lustlosigkeit und ein wenig an der Schockierung der letzten Aufnahme. Ist es jetzt schlimm, dass die mich gesehen haben? Ich hoffe nicht, zumindest gucken die jetzt alle da in die falsche Richtung. Also es geht ja den. Ach so. Ist schon klar. Ja, oder vielleicht habe ich das auch nicht gespielt, weil ich so schockiert war wegen der letzten Aufnahme. Wegen dieser Qualität des Spiels. Nee, ja, vielleicht war es auch wirklich ein bisschen Lustlosigkeit. Ich meine, gegenüber hat mir Fallout New Vegas letzte Zeit wahnsinnig viel Spaß gemacht. Deshalb habe ich das auch so viel aufgenommen. Jetzt wieder ein bisschen Harry Potter dran. Ich habe mir überlegt, das jetzt durchzuzocken. Allerdings wollten meine Eltern mit mir zusammen gleich Man of Steel gucken. Ja. Ist ja sehr lustig, dass der hier so lange steht und so, aber solange da hinten die Leute patrouillieren. Jetzt vielleicht. Oh Gott, sie haben mich gefunden. Oh nein. Oh nein, was mache ich jetzt nur? Hilfe! Ach, dammit, blöder Trank! Nein! Ah, okay, cool, hier war sogar ein Safe Stat. Was ist denn hier? Ach so. Cool! Hä? Ach so, okay. Okay, da ist die nächste, die wir verfolgen müssen. Ja, okay. Ist ja ganz cool, dass da jetzt ein Speicherpunkt war. Müssen wir den ganzen Mist nicht nochmal machen. Wo war die jetzt? Mein Zauber ist kaputt. Die hier? Ich glaube schon. Yep. Ist das ein komisches Spiel? Meine Herren. Was habe ich gemacht? Oh, Menno. Das ist ja mit Abstand die schlechteste Mission bis jetzt. So unrealistisch und so unglaubwürdig, das gibt's ja gar nicht. Naja. Ach, Leute, Leute, Leute. Das Spiel in einem Ruck durchspielen und ich glaube, ich würde sabbernd in der Ecke liegen, wenn ihr versteht, was ich meine. Was ist das denn? Eine Zeitung. Ah, die Londoner schmeißen immer ihre Zeitung auf den Boden.
Das heißt, aufpasst, dass es keiner in den Rücken läuft, wie gerade eben. Das ist ja. Der hat zwei Hüte auf. Wie dem Tarnumhang. Ja, Leute, verschwinde. Mann, ist das bescheuert, ey. Ah, ich fühle mich so. Ja. Unterfordert. Das trifft es ganz gut. Unterfordert. Die Frau in Schwarz hier müsste nun mal verschwinden, bitte. Wenn ich die jetzt anzauber, dann weiß ich ganz genau, dass. Ja, kommt, ihr könnt mich mal, ey. Scheiß Harry Potter. Mann. Ist doch ein Witz, oder? Steht die da so behindert und da steht einfach so eine dumme Kuh neben der. Was soll man denn da machen, ey? Ist ja wirklich ein Witz. Ich gehe jetzt einfach hier rein und warte drinnen auf die. Mann. Wie geil, wie ruckartig die sich umdrehen. Ihr könnt ruhig verschwinden, Leute. Oh Mann. Die fällt nicht um, die Behinderte. Ist doch ein Witz, oder? Scheiß Harry, ey. Scheiß Spiel. Mann. Kannst du echt nicht sein, oder? Direkt hier mit dem Crucio, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf ein letztes, Leute. Sorry, aus Versehen auf die Taste gekommen. Ist nicht wahr, oder? Ja, da ist er. Boah, ist das lächerlich, ey. Meine Güte, ist das lächerlich. Lächerlich. Mag ja sein, dass es schwierig ist, zu diesem Film ein Spiel zu machen. Aber dann sollen sie es einfach sein lassen, statt sowas hier zu fabrizieren. Das ist echt traurig.
Ach so, das ist dein abgelegener Ort oder was? Mhm. Gott, verschwinde. Hä, ist doch ein Witz, oder wie soll ich den hier überwältigen, ey? Meine Güte. Oh Mann! Es ist doch ein Witz, oder? Es ist einfach nur ein Witz, wisst ihr das? Ah. Herr, lass dieses Spiel bitte enden. Bitte. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach du Schande, der stellt sich wirklich dahin, das ist wirklich deren Ernst. Oh, ich fühle mich wie in so einem Simulator gerade. Ey, was ist das denn? Mann. Jetzt kommt die wieder. Boah, Gott. Gott, was ist das für ein Drecksspiel? Was ist das bitte? Oh, sorry, aber. Jetzt kommt der wieder. Ja, ist klar. Mann, gib mir doch noch weniger Chancen, den zu erledigen, ey. Es ist ein Witz. Es ist sowas von einem Witz, wisst ihr das? Alter Schwede. Alter Schwede. Weganzeigen. Ja, was denn für ein verdammten Weg, ey. Meine Güte. So, jetzt stelle ich mich erstmal in die Ecke und schenke mir ein Glas Cola ein. Leute. Irgendjemand hat dieses Spiel doch programmiert. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Also hatte irgendjemand auch eine Grundidee für eben diese Mission hier. Genau diese eine Person möchte ich gerne mal sprechen und die mal fragen, wie behindert man eigentlich sein kann. Wie kann man die Zielperson da vorne stehen lassen, wenn hier überall Behinderte Scheiß Magier rumlaufen, die einen direkt hören, wenn man zaubert. Da steht er jetzt. Da läuft die Frau, sonst läuft da der Kerl. Man kann nicht ungesehen sein. Es geht einfach nicht. Jetzt kommt der nämlich. Es ist so lächerlich, wirklich. Das ist einfach nur ein Witz. Was die hier machen, es ist lächerlich.
Jetzt kommt nämlich die, weshalb ich jetzt diesen freien Moment nicht habe. Es hat wieder nicht funktioniert. Es ist einfach lächerlich. Was soll ich dazu sagen? Es ist einfach lächerlich. Wir wurden nicht mal gesehen. Seht ihr das? Wir wurden nicht gesehen. Es ist so dermaßen lächerlich. Meine Güte, das regt mich gerade ein bisschen auf. Sorry, aber. Boah. Hirnamputierte Leute, ey. Es ist wirklich unnormal. Abgesehen davon, dass das Apparieren hier sowieso beschissen umgesetzt ist mit diesen behindert patrouillierenden Menschen hier, der jegliche künstliche Intelligenz oder sinnvolle Beschäftigung fehlen, wahrscheinlich alles Arbeitslose, die auf Kosten des deutschen Staats hier ihre Faulheit ausleben. Guckt euch an, der Typ hat auch nichts anderes zu tun, außer die ganze Zeit hier hin und her zu laufen. Erklärt mir bitte den Sinn. Man muss doch was Glaubwürdiges produzieren, nicht so ein Scheiß hier, Entschuldigung. Es ist wirklich einfach lächerlich. Jetzt kommt der nämlich wieder. Es ist lächerlich, wirklich. Es ist behindert. Es ist hirnamputiert. Das ist einfach schlecht umgesetzt. Richtig, richtig schlecht umgesetzt. Da hat irgendjemand eine Grundidee. Und die Umsetzung ist das Beschissenste, was man sich vorstellen kann. Jetzt kommt der Kerl. Der Kerl. Die Frau stört ja sowieso. Ja. Sehr lustig mal wieder. Und jetzt kommt der wieder. Es ist so dermaßen lächerlich. Es ist wirklich einfach nur eine Beleidigung. Meine Güte, ey. So ein Spiel. Gott. Gott! Das muss doch irgendjemand mal gespielt haben, bevor das rauskam. Da sagt man doch, Leute, ihr seid behindert. Lasst das! Guckt's euch an, was ist das denn hier? Mann! Alter, ihr könnt mich wirklich bald mal. Es kann doch nicht wahr sein. Genau deshalb nehme ich das Spiel übrigens nicht mehr auf. Es macht einfach keinen Spaß. Von Sinnlosigkeit durchzogen, vom Anfang bis zum Ende. Mann. Ihr könnt mich mal. Hört ihr mich, EA? Ihr könnt mich mal. Das ist das lächerlichste Spiel, das ich in letzter Zeit gespielt habe. Oh ja. Oh ja. Mann. Kann man die Schwierigkeit runterstellen oder so? Nein, geht nur auf sehr schwer und beschissen. Es gibt leider kein gut entwickelt, es gibt nur das beschissen entwickelt. Müssen wir leider so ertragen. Ist die Grafik eigentlich auf hoch oder was ist hier los? Zielhilfe. Ja. Scheißspiel. Meine Güte, das frustet gerade so dermaßen. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich hoffe, ihr ergötzt euch an meinem Wutausraster hier in diesem Scheißspiel.
EA macht ihr Geld mit anderen Spielen wie Battlefield, da kann man auch so ein Spiel scheißen und diesen behinderten Kerl da jedes Mal kommen lassen, ey. Meine Güte. Was ist das denn? Ich fühle mich gerade einfach nur verarscht. Es gibt keinen Moment, wo man den wirklich ausschalten kann, weil immer einer guckt. Oh, oh, ja, oh, oh. Ihr könnt mich mal. Oh. Vielsafttrank ist einfach ekelhaft. Aber wenigstens habe ich nicht solche Augenbrauen wie du, Harry. Wir sollten zum Eingang gehen, bevor der Vielsafttrank seine Wirkung verliert. Und Ron, bitte nenn Harry nicht Harry, wenn wir drinnen sind. Das ist blanker Wahnsinn. Da bin ich ausnahmsweise ganz deiner Meinung. Hallo, wie lange wird der Vielsafttrank wirken? Ich will nicht von Todessern erwischt werden, wenn ich ins Ministerium schleiche. Ihr könnt mich einfach mal, wirklich, ihr alle. Allesamt. Ihr braucht mir nicht mal anzukommen. Das Spiel ist einfach nur beschissen. Und ich werde das jetzt einfach so streng wie möglich und so schnell wie möglich durchspielen, damit ich Ruhe davor habe, Leute. Und ich werde Herr der Ringe anfangen, bevor ich 7.2 mache. Das würde mich kaputt machen, das Spiel noch zu spielen. Wirklich. Ich merk's schon. Es geht mir ordentlich auf die Nerven. Es macht mich fertig, weil das Spiel so beschissen ist. Ah ja, die Abspülszene. Reinspülen? Sieht so aus. Das ist absolut ekelhaft. Zieht einfach an der Kette. Ich hoffe, das ist eine magische Toilette. Meine Güte. Da sind jede Menge Todesser. Hab keine Lust, mich von denen erwischen zu lassen. Sicherheitsvorkehrungen sind noch härter als letztes Mal. Vergiss nicht, wir gehören hierher. Nur nicht nervös werden. Harry Potter. Hey, das bin ich. Wir sollen hier nicht rumstehen. Wir stehen doch gar nicht rum. Mann, ey, es ist so schlimm. Wisst ihr, jetzt bin ich wieder so aggressiv wie diese beschissenen Spiel. Oh, Gott. Genau sie habe ich gesucht. Ich hätte wirklich gedacht, dass sie pünktlich zur Versammlung kommen, wo ihre Frau in Haft sitzt. Meine Frau? Haben Sie sie bereits vergessen? Das müssen Sie auch, wenn Sie verurteilt wurden. Jetzt aber los, oder wollen Sie, dass ich Sie auch melde? Natürlich möchte er das nicht. Wir kommen beide mit. Tut mir leid, Kumpel. Wir kommen so bald wie möglich. Such du Umbridge. Sie ist im ersten Stock.